Hallo und herzlich willkommen bei einem Pro-Guide zum Spiel StarCraft 2 Heart of the Swarm. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Get to the Keyboard. Nun ja, worum geht es in diesem Pro-Guide? Es geht hauptsächlich um die Widowmines, um die Mathematik hinter dem System, wie sie ihre Ziele auswählen und wie man diese Mathematik nun mal ein bisschen verarschen kann. Und wer mag es nicht, die Mathematik so ein bisschen zu verarschen? Wir sehen hier zum Beispiel eine handelsübliche Widowmine. Diese hat einen gewissen Angriff, seine Reichweite von 4. An sich aber, da sie selbst hier ist, kann man das als eine Reichweite von 5 betrachten. Beziehungsweise sie wählt Ziele aus in einer Reichweite von 5. Nun ja, wie sieht es jetzt aus? Wenn wir einen Zergling haben und wir rennen einfach mal mit dem vorbei, dann sehen wir, unsere Widowmine hier hat die Reichweite bis genau hierhin. Das heißt, falls ich rein theoretisch hier vorbeilaufen würde, dürfte eigentlich nichts passieren. Ich müsste eigentlich sofort sterben. Mal schauen, ob es klappt. Oh! Da fuck! Ich bin nicht gestorben. Probieren das Ganze gleich mal nochmal aus. Ha! Ich laufe eindeutig an diesem Radius vorbei. Und nichts passiert. Das ist sehr, sehr interessant, nicht wahr? Nun ja, darum geht es nun mal in diesem Pro-Guide, wie man das jetzt berechnet, wie man das ausrechnet und wie man das zu seinem eigenen Vorteil ausnutzen kann. Das ist sehr interessant, deswegen ein bisschen Mathematik, erschreckt euch nicht, ich werde es versuchen, so einfach und so logisch wie möglich zu gestalten. Bevor wir zur Mathematik kommen, allerdings noch ein kleiner Hinweis, falls ihr dieses Video gefunden habt, ohne unser Hauptmenü zu kennen oder ohne auf unser Hauptmenü gegangen zu sein, dann bitte klickt einfach auf den Link hier, dann kommt ihr aufs Hauptmenü. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, um über all unsere aktuellen Videos auf dem Laufenden zu sein, denn da sind einfach alle Guides verlinkt, sowohl die Pro-Guides, die Guides für Fortgeschrittene und die Guides für absolute Anfänger. Ich bin sicher, dass euch das helfen wird. Ansonsten kommen wir jetzt allerdings zu der wirklichen Mathematik. So, da sind wir auch beim mathematischen Teil. Wie gesagt, nur nicht zu viel Angst haben. Ich werde versuchen, so wenig Wissen wie möglich vorauszusetzen. Professor Reaper wird euch das schon einigermaßen chillig nahebringen. Nun ja, was sehen wir hier? Wir sehen einen Kreis. Dieser Kreis ist der effektive Radius meiner Widowmine. In der Mitte des Kreises ist der Mittelpunkt, wo ich die Widowmine reingesteckt habe. Wir sehen können, habe ich hier eine Strecke C reingezeichnet. C ist der Weg, den meine Zerklinge oder sonstige Einheiten quer durch den Radius der Widowmines nehmen können. Wie wir schon in dem Video gesehen haben, detonieren sie dann nicht. Beziehungsweise die Widowmine detoniert dann nicht. Das heißt also, ich habe es einfach quer durch den Kreis gezeichnet. Der kürzeste Abstand von eben diesem Laufweg, von dieser Laufgeraden C zum Mittelpunkt, zur Widowmine, ist die Strecke S. Und der Radius sollte eigentlich jedem klar sein. Falls wir jetzt also das Wissen aus der 7. Klasse anwenden mit dem Satz des Pythagoras, sehen wir, dass c Quadrat halbe plus s Quadrat ist gleich r Quadrat. Falls wir das Ganze jetzt umstellen nach c, dann ergibt sich diese wunderbare Formel, die ihr hier sehen könnt. Wieso mache ich das? Weil wir damit jetzt perfekt bestimmen können, in welchem Abstand bzw. in welchem erlaubten Abstand ich mich von der Widowmine bewegen kann, weil wir S frei beliebig wählen dürfen. S ist der Abstand, in dem ich von der Widowmine mich hinweg bewege, dem Abstand, in dem ich an denen vorbeilaufe. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte S als 3 festlegen oder sowas. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst einmal wissen wir, der Radius der Widowmine ist 5, weil das der aktiver Radius ist. Und so können wir den einfach einsetzen und dann haben wir die Formel C ist gleich 2 mal Wurzel aus 25 minus S Quadrat. Jetzt gibt es eine wunderbare Verbindung mit dem Movement Speed. Denn der Movement Speed einer Kreatur bzw. einer Einheit bestimmt, inwiefern man pro der entsprechenden Zeit sich bewegt, wie weit man sich bewegt, die Geschwindigkeit. Sowas wie Kilometer pro Stunde zum Beispiel. Nun gibt es folgenden super tollen Trick. Die Widowmine braucht genau 1,5 Sekunden, um ihr Ziel effektiv zu bestimmen. Falls ich jetzt also diese 1,5 Sekunden verstreichen lasse und ich es geschafft habe, in dieser Zeit mich quer durch die gesamte Strecke Ziel zu bewegen, wird die Widowmine mich nicht erfassen und stattdessen sich ein neues Ziel suchen. Das ist der gesamte Trick daran. Das heißt also, falls ich den Movement Speed einer Einheit, zum Beispiel ein Zergling oder sowas, mit 1,5 multipliziere und diese Strecke, die er in den 1,5 Sekunden zurückgelegt hat, falls die größer ist als die Strecke C, dann feuert die Mine nicht. Ich denke, das sollte eigentlich ziemlich einleuchtend sein. Nehmen wir einfach mal an, dass ich eine Strecke S gleich 4 festlege. Das heißt, ich möchte in einem effektiven Radius von 4 an der Widowmine vorbeilaufen.
Das heißt, der Radius von 1 sozusagen geht in den Radius der Widow Mine rein. Das heißt, ich laufe quer durch, mehr oder weniger. Da kann ich S gleich 4 setzen und in meine tolle Formel einsetzen. Da habe ich C ist gleich 2 mal die Wurzel aus 25 minus 16. Da sollte eben klar sein, dass die Wurzel dann sich zu 3 ergibt insgesamt. 2 mal 3 ist 6. Also ergibt sich C gleich 6. Falls ich jetzt mein Movement Speed multipliziert mit 1,5, was die Zeit für die Widow Mine ist, um zu detonieren, größer ist als 6, da komme ich mit dieser Einheit mit dementsprechendem Movement Speed perfekt an der Mine vorbei. In diesem Fall ist das der Movement Speed gleich 4. Wenn ich Movement Speed habe von gleich oder größer 4, detoniert die Mine nicht. Das ist mein Fuck. Das Tolle daran ist sogar, dass die Widow Mine sich zuerst versucht, auf ein Ziel festzulegen. Falls dieses Ziel jetzt außerhalb der Reichweite ist, wird diese gesamten 1,5 Sekunden lang, die das Ziel sozusagen anvisiert wurde, kein anderes Ziel mehr ausgewählt. Es wird kein anderes Ziel mehr anvisiert. Das heißt, in diesen 1,5 Sekunden reicht es, wenn der erste Zergling von einer Horde von Zerglingen es geschafft hat, über diese Strecke hinwegzukommen, dann wird wieder irgendein anderer zufälligerweise bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser andere Zergling, weil die ja alle in einem riesigen Schwarm sich bewegen, irgendwo in der Mitte ist, der bereits schon mehr als die Hälfte der Strecke vollbracht hat, sozusagen, ist relativ hoch, dass der ausgewählt wird. Das heißt also, sobald der erste Zergling es geschafft hat, über diesen gewissen Abstand hinwegzukommen, ohne dass die Mine triggert, wird wahrscheinlich der gesamte Schwarm an Zerklingen die Widow Mine nicht auslösen. Allerdings ist das eher hypothetisch und ihr spielt ein bisschen mit eurem Glück, aber in 90% aller Fällen klappt das so. In diesem Sinne also könnt ihr hier hervorragend das Ganze gleich an einem wunderbaren Beispiel sehen. Viel Spaß! Wenn man es dann richtig macht, kann man das Ganze für sowas Lustiges hier benutzen. Ich bin komplett mit all meinen Einheiten an der Reichweite der Widow Mine vorbeigelaufen, ohne dass auch nur irgendeine davon draufgegangen ist. Das finde ich doch mal eine Win-Win-Situation, oder? Wofür habe ich also dieses Video gemacht oder wofür mache ich das? Nun ja, ich habe es gemacht, um sowohl den Terranern als auch den Zerg-Spielern zu helfen. Den Terranern-Spielern habe ich hoffentlich dadurch geholfen, dass ich gezeigt habe, dass diese Situation hier nicht safe ist. Dass Einheiten, die sehr, sehr schnell sind, wie zum Beispiel Mutalisken oder auch Phönixe zum Beispiel, daran vorbeifliegen können, ohne dass die Widow Mine sie triggert. Und den Zerg-Spielern, aber natürlich auch den Protoss-Spielern und allgemein allen Spielern, die gegen Terraner spielen, habe ich dadurch hoffentlich geholfen, indem ich gezeigt habe, dass eben Einheiten wie Mutalisken oder Phönix oder Zerglinge auf Creep oder sonstiges daran vorbeilaufen können, ohne dass die Widow Mine triggert. Das heißt, solche Situationen wie hier zum Beispiel, dass man denkt, ja, die Rampe ist safe, meine Natural Expansion, die ich hier habe, ist safe, die sind nicht ganz offensichtlich, wie man es hier eigentlich erwarten müsste oder erwarten könnte. Das heißt also, liebe Terraner-Spieler, vielleicht eure Rampen oder eure wichtigen Mineralienfelder doppelt und dreifach absichern. Am besten nicht direkt nebeneinander die Minen, sondern vielleicht eine hier und eine da oder wie es auch immer wollt, vielleicht eine hier und zwei so. Müsst ihr jeweils selbst entscheiden, aber eine einzige Widow Mine wird in der Regel nicht reichen, da es Einheiten gibt, die sich an dem Radius vorbeischmuggeln können. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat oder es euch geholfen hat. Falls ihr sonst irgendwelche Hinweise habt oder sonst eure Informationen teilen möchtet mit uns, dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos und vergisst nicht, das Hauptmenü anzuklicken für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao!